So, hola Freunde, da sind wir wieder zum Ratinger.de Podcast, Folge 173. Mit dabei ist heute einmal der Kai. Einen wunderschönen guten Tag. Special Guest Stevie aka Metal Franconia / böser Stevie. Servus. Krrr. Böser Stevie bin ich ja schon lange. Was? Das hat sie bei mir so eingebrennt, keine Ahnung. Das macht nichts. Und natürlich meine Wenigkeit. Servus. Hi, Raiden. Hey. So. Nicht mit dabei ist heute einmal der Muffelewuff. Ja, der ist nämlich heute bei seinem Kinderballett. Ne? Irgendwie habe ich da was mitgekriegt. Stimmt's oder habe ich recht, Kai? Ja, kann sein. Ich habe das nicht so verfolgt, weil ich heute Morgen unterwegs war. Okay. Der Bobson Bob ist ebenfalls nicht dabei. Der ist nämlich heute eine Heizung reparieren und danach bei seiner Nichte auf dem Birthday. Weil es so kalt ist, oder was? Wahrscheinlich. Des Weiteren bleiben heute der Folge fern. Die Manu in die Verena. Die Manu backt mal wieder ihren Koffer für einen Ausflug in die Klinik und die Verena bereitet ihre Geburtstagsparty vor. Aber zu dem Thema kommen wir später nochmal. Ansonsten, Görg und Tim, zähle ich heute das letzte Mal mit auf, da sie jetzt auf der Teamseite, auf der pausierenden Teammitgliederkategorie stehen. Wie gesagt, Görg, glaube ich, ist beim Angeln und Tim ist am Twittern wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was sie machen. Keine Ahnung. Genau. Freunde. Ansonsten auch nochmal ein herzliches Hallo an den Chat. Schön, dass ihr so zahlreich wieder gekommen seid, ne? Ich denke, es macht mal Sinn, die Leute persönlich zu begrüßen. Da hätten wir einmal den Berfra, deine Mutter, aka... Berfra seine Mutter? Na, aka Taktiktafel. Dann den MacDisam, den Mr. L, den Nachtzug. Und falls ich jetzt jemanden vergessen habe, möge ich jetzt im Chat schreiben, damit wir sehen, dass du kein Bot bist. Hallo an der Stelle. Ja, Freunde. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Wie war bei euch die Woche so? Wie lang? Kurz? Warm? Kalt? Nass? Alles? Oh, die Scheiße. Ne? Ein Wetter ist es momentan, ne? Zum Neischlagen, echt. Ja. Alles total verknurkst, irgendwie beim Pennen irgendwie schief geschlafen und ach. Dann ist aber ich glaube, die kommende Woche, die wird richtig gut. Glaubst du? Kann ja nur besser werden. So wettertechnisch. Das andere kann ich leider nicht sagen. Ja. Oh Mann. Ja gut, ich Freunde. Ich werde hier ein Dokument gedisst. Was? Hey, wer hat angefangen hier? Ich war das doch nicht. Ach so, Entschuldigung. Okay, dann war es das. Ich habe auch nichts gemacht, was denn? Ja, ist gut. Ich habe die Beweise gesichert, gebe ich gerade mal in die Dropbox und werde es mal hier im Chat verlinken, dass man mal sieht, wie man mich hier disst. Ich reiß mich ja jede Woche zusammen, ja, und dann werde ich hier gedisst. So, ja, hau rein. Also Raven, wie war denn deine Woche? Ja, ich danke, bevor ich mit meiner Woche anfange, denke ich mal, kommen wir zum altobligatorischen Programm. Gehen alle auf ratinger.de, klicken auf die letzten Folge und da auf das Kommentarsymbol. Weil es gab Kommentare, Freunde. Ich bin beeindruckt. Schreibt mal einfach mal ein negatives Kommentar und schon bekommt man wieder Kommentare. Sehr toll. Unter anderem einmal von unserem Fan, dem Pinkback. Und zwar jede Woche dabei. Ja, von der hörst du bei der Pinkback, das ist ein cooler Typ. Ein cooler Typ ist auch der Manuel, der hat nämlich geschrieben, danke nochmal für die nette Erwähnung und die Aufnahme in die Pott-WG. Wisst ihr schon, das ist der Österreicher, der
jetzt das Podcast noch angefangen hat, an dieser Stelle nochmal schöne Grüße. Ja. Ansonsten an die, ansonsten Kai, was hat denn der Andi geschrieben? Der, der Andi hat geschrieben, hey Raiden, vielleicht liegt ja die Lieferverzögerung bei deinen Bestellungen daran, dass die Angestellten der Post seit dem 8. Juni streiken. Bei mir kommen Bestellungen und normale Post auch nur noch sporadisch an. Lieber Gruß aus dem schönen Rheinhessen, der Andi. Hm. Raiden, und was hast du geantwortet? Jetzt darf uns doch einmal unser Special Guest vorlesen heute. Hallo Andi, bei mir war die Post am Sonntag und hat mir genau ein Paket von meinen aktuell erwarteten 7 gebracht. Ich dachte mir dann nur so, ah, so sehen Streikbrecher aus. Gruß, Raiden. Ja, ja. Das stimmt hier, die Schweine. Als ich das gelesen hatte, hast du das am Sonntag irgendwann hier gepostet oder hast du auch das im Telegram geschrieben gehabt oder was? Und montags habe ich das dann im Radio gehört, dass die wirklich Leute sonntags rausgeschickt haben, um Pakete auszuliefern. Aber ich muss sagen, ich habe auch die Woche einiges bestellt und auch per DHL geliefert bekommen. Das kam alles an. Also hier bei uns wird anscheinend nicht gestreikt. Ja, anscheinend nur in den Ballungszentren da in Franken und Bayern und so. Paketzentren, vielleicht einzelne Paketzentren, dass die sagen, ja, das nicht. Oder dann die Zusteller, ich meine, das sind ja nicht alles direkte von der Post, sondern da gibt's ja auch so Subunternehmer, die dann für die Deutsche Post fahren, die dann natürlich weiterfahren und die Postangestellten, dass die dann halt streiken. Und ja, ich war mal in der Post drin, und da haben sie gestreikt und da sind sie einfach nicht gekommen, haben die Pakete abgeholt und die Frau in der Post hat dann gesagt, also die sind doch blöd, am nächsten Tag haben sie dann doppelt so viel, das ist dann natürlich blöd, wenn denen die Arbeit sich halt aufstaut und die müssen das dann alles abarbeiten, ne? Aber ja gut, bessere Arbeitsbedingungen, dafür bin ich voll dafür und wir haben die Möglichkeit zu streiken und dann sollen sie es ruhig machen. Das ist das Recht jedes Arbeitnehmers, genau. Genau. Und der Andi ist ja, wie er schreibt, aus Rheinhessen, da ist ja auch nochmal ein bisschen, ist ja auch mehr Ballungsgebiet, wie das jetzt da bei mir ist hier. Denk mal, die werden da auf dem platten Land nicht anfangen zu streiken. Da guckt sowieso keiner zu. Außerdem kennt man den. So. Ja, gut. Ja, aber. Jemand kennt es alle. Ja gut, ich fange jetzt langsam mal wegen des Zittern an, weil wie lange seit 2 Wochen kein Paket mehr kriegt, ne? Also, ja. Das war die Hölle. Ja, vielleicht, ich denke mal, wenn die mit dem Streiken fertig sind, hast du dein eigenes Postauto praktisch. Oh, ich weiß. Der liefert nur bei dich. Ja. Muss halt mit Hermes bestellen, die streiken nicht. Ne, vielleicht kommt der Geschubste wieder. Ich hab's mir doch gedacht. Der hat nur ein Paket für den. Huck hat wieder was bestellt. Kann sonst keiner in der Straße sein. Klasse. Na gut, Freunde. Nutzen wir doch den Schwenk, um nochmal uns zu bedanken für die Kommentare. Vielen Dank dafür. Ja, danke. Gerne schon. Mehr. Und hätte ich gesagt, steigen wir doch gleich mal ein, weil ich gestehen muss, dass ich aktuell auf Abruf hier sitze. Da mein Neffe nämlich irgendwie bei einem Bekanntengrad sitzt und mit ihm irgendwann mit einem Bekannten, mit einem Schulkameraden. Bist du auch ein Bekannter? Mit einem Schul/Klassenkameraden irgendwie ein Referat vorbereiten. Und wenn der anruft, dann muss ich den kurz holen. Von daher fange ich jetzt mal an. Aber erst nachdem mein Körper aufhört, ständig aufzustoßen. Oh. Ja. Aber muss nochmal von der Made trinken. Mal von der Made nochmal. Genau, trink nochmal von der Made. Die Äpfel. Oh. Normalerweise die Apfelindustrie, die müsste uns ja auch mal so langsam sponsern. Irgendwie. Du isst ja für jede Folge mindestens 10 Kilo oder so. Ja, gute Apfel ist schon was wert, ne? Ja. Apple a day keeps the doctor away. Genau. Ja. Ess mehr Äpfel. Ich spare mir den Apfel, hab dafür aber ein Apfel-Telefon einstecken, dann wirkt doch auch, oder? Ja, das, ja, genau. Ah, cool. Ah, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Oh, das für Placebo. So, auf aller Fälle. Was gab's denn in meiner Woche? Genau, da habe ich mich auch schon notiert. Am Sonntag war die Post mal da. Genau. Und zwar seit 2 Wochen, wie gesagt, bekomme ich keine Pakete mehr. Und jetzt hat am Sonntag echt die Post geklingelt und bringt mir genau ein Paket. Ich wiederhole. Eins. Und was war drin? Die blöde Meshkappen.
auf, ne? Auf die wo es mir ja nicht so wirklich auch kummer wäre, ob die jetzt 5 Tage später kommt oder nicht, ne? Also, naja. Nichtsdestotrotz habe ich mich nicht entmutigen lassen und habe auch diese Woche wieder fleißig bestellt. In der Hoffnung, dass dann irgendwann mal was ankommt. Und zwar gab es nämlich ein cooles Angebot. Und zwar die von Alien gab es hier die Anthology, also 4 Discs, die Jubiläums Collection mit allen 4 Teilen, also coole Sache. Naja, ich finde die so, muss man schon im Schrank haben. Ach, für 20 Euro ist echt schnäppchen, ja, ne? Na, kannst nichts sagen. Also das Collectors Edition. Ja. Jubiläums Edition. Ja, das kann ja auch ganz anders sein. Ja. Das braucht ihr sonst nicht. Ja. Collectors Edition. Apropos, ich habe die Woche auch mal getwittert, dass auch MASH die kompletten 11 Staffeln im Angebot waren, ne? Für ja, MASH habe ich ja noch nie gesehen. Du hast mich ja da auch angetwittert, aber weil's ich bin geil ja ist. Eher dieser Käfig voller Helden, Arca, Hogan's Heroes. Hogan's Heroes, genau, das ist so mein Fall. Ja. und dann dachte ich mir, cool, hey, cool. Damals meine heimliche Liebe, wie ich noch ziemlich jung und unerfahren war, dachte ich mir, hole ich mir doch mal Buffy im Mann der Dämonen. Die war nämlich auch im Angebot. Die komplette Serie. Season 1 bis 7. dachte ich mir ein bisschen im Englischen. da ist dein Name schon im Programm, Freunde. Da geht's einfach bloß darum, mal so wenn die. Ja, die alten Gefühle wieder aufleben zu lassen, möchte ich vielleicht jetzt nicht sagen, aber vielleicht ein wenig, um ein wenig Englisch zu lernen oder so, was schon, weil ich glaube, die plaudert nämlich nicht verkehrt. Qualitätsfernsehen, jawohl. Alles besser wie jetzt halt um diese Uhrzeit RDL einzuschalten. Mr. L. Ja, da bieten wir besseren Content. Oh. Was habe ich mir denn noch so geshoppt? Genau, siehst du es. Für meinen Schlafbereich. Da wird auch jetzt auch ein Fernseher stehen, ne? Mit diesem Amazon Fire Stick. Und mein Blu-ray Player und so Krempf. Und mein Fernseher, den wo ich da hab, der hat nur einen HDMI-Stecker. Mhm. Also, wenn man mal so einen Switch gekauft, da kann ich jetzt dann praktisch 3 anschließen. Mit Fernbedienung kannst du den immer umschalten. Ah, okay, cool. Naja, coole Sache. Ja, kostet gar nicht so viel, die Dinger, ne? Na, 17,85. Nee. Oh, das ist in Ordnung. Und Prime? Wann habe ich es bestellt? Am Montag. so. dann habe ich Nummel zugeschlagen. Und zwar, ich habe zwar den Film schon gesehen jetzt, weil den gibt es nämlich auf, müsste ich lügen, auf Amazon Prime oder auf Netflix. Und zwar, ich habe mir doch Dinge angeschaut immer, ne? Firefly. Und da gibt es ja diesen Film, der wo praktisch dann die ganze Serie abschließt. Den habe ich mir zwar schon angeschaut, aber nachdem ich ja mir damals schon die DVD-Box gekauft habe, hier Firefly, dachte ich mir, brauchst du ja natürlich den Abschlussfilm auch, ne? Mhm. Und für 4 Euro kostet nichts falsch machen. Nee, da kannst du echt. Naja, dann ist das Ding komplett. So, jetzt habe ich mein Dokument zugemacht. Klasse. Jetzt habe ich mich verklickt. Aber dank eines Shortcuts auf meinem Desktop bin ich ruckzuck wieder drin. So. Ansonsten, was war noch so die Woche? Naja, die üblichen Verdächtigen. Arbeit, 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 ne? Also momentan, wie gesagt, ich erzähl's ja schon. Oh, jetzt ging mein Telefon, warte mal. Jetzt muss mal jemand übernehmen, Moment. Tja, jetzt bin ich gerade auf Netflix mal gesurft, weil ich habe gehört, dass Firefly wohl eine richtig, richtig geile Serie sein soll. Und nach dieser einen Staffel eingestellt worden ist. Jetzt habe ich mir die mal auf Netflix rausgesucht und habe sie mal hinzugefügt. Ich bin mal gespannt. Das werde ich mir dann nach meiner aktuellen Serie, die ich jetzt gerade schaue, werde ich mir das mal angucken. Ja. So, wie es der Teufel so will, muss ich jetzt meinen Neffen holen. Das heißt, ich übergebe den gelben Ball mal an den Stevie. Lasst euch Zeit und ich stoße dann wieder dazu. Bis dann. Und hier kommt der Ball. Ja, ich lass den hier mal vorbeirollern. Du auch? Nicht. Ja, der ist da hinten jetzt in der Ecke gelandet. Der Kater schnuppert jetzt gerade dran, aber irgendwie... Nee, also er verzieht das Gesicht.
Ich weiß ja nicht, was der Raiden dann immer mit dem Ball macht, aber der ist immer dann relativ schnell so, den will man nicht mehr anfassen irgendwie. Ja, der hat ja Noppen, der Ball, deswegen da ist irgendwas. Ja, da steht da so ein bisschen drauf. Ja. Ja. Wir können aber ja auch meinen roten hier nehmen, den ich geschenkt bekommen habe, ohne Noppen. Ja, den kannst du mir mal herwerfen, dann nehme ja, ich den. Ja, Moment. So, fang. Ja, danke. Ja, passt. So, also den lasse ich mal da. Der ist ja schon viel schöner als der gelbe. So. Mhm. Also, bin zufälligerweise dazugestoßen, ich habe gerade Zeit und dann habe ich mir gedacht, ach ja, magst du mal wieder mit. Zuerst wollte ich ja nur live mithören jetzt, aber jetzt wurde ich ja genötigt, hier mitzumachen, deswegen musste ich mir jetzt genötigt? Ja. Okay. Lieb gemeint. Ja, ja. Habe ich mir gedacht, über was erzähle ich denn? Und dann ist ja jetzt das, habe ich ein Thema, was jetzt ganz aktuell ist bei mir, aber dazu erzähle ich erst später. Mein Kater hatte eine Operation gehabt vor 2 Wochen und er war krank und er hatte eine verstopfte Blase und so weiter und er musste eben operiert werden. Und da war ich dann lange Zeit zu Hause und habe eben quasi den Kater, nachdem er dann nach Hause gekommen ist, betreut. Letzte Woche war ich 4 Tage zu Hause. Und ja, da hängt man dann nur auf der Couch rum, spielt Clash of Clans und surft ein bisschen im Internet und guckt ein bisschen geil und so weiter. Also ich bin deutlich weitergekommen bei Clash of Clans, ja. Ja, gut. Wo ich da mal einen Tag Power Farming gemacht habe. Also das, ja, und da habe ich mir dann eben Spotify angeschaut, weil ich bis dato nicht wirklich so die Interesse hatte, mich Spotify irgendwie zu widmen. Ich hatte mal reingehört und dann, ich habe ja selber genug Musik und ich nutze ja iTunes Match, dann habe ich ja die Musik sowieso auf allen Geräten, meine eigene und so weiter und dann irgendwie nicht so den Anstoß gefunden, das mal richtig auszuprobieren. Und dann habe ich mir gedacht, hey, jetzt würdest du gerne mal die und die CD hören. Und dann bin ich auf Spotify und habe mir das angehört. Ja, und was soll ich sagen? Jetzt bin ich Premium-Kunde, beziehungsweise habe ich das erstmal getestet, weil jetzt momentan kann man Spotify 60 Tage kostenlos testen. Mhm. Und also erst einmal bis Mitte August muss ich erstmal nichts zahlen. Und dann schaue ich ja mal, ob ich die 2 Monate das viel nutze. Ja. Und dann kann ich ja mal überlegen, ob ich die 10 Euro da investiere in Spotify oder nicht. Aber ich habe jetzt tatsächlich die Zeit, wo ich auch zu Hause war und jetzt auch sehr viel gehört. Also im Vergleich zu sonst habe ich sehr viel Spotify gehört und auch Sachen, wo ich jetzt gedacht habe, da würde ich ja, das würdest du gerne mal hören, aber jetzt die CD zu kaufen, wäre mir jetzt zu viel. Also hörst du es mal auf Spotify an und ja, die Playlisten sind irgendwie cool. Also ich habe nur einen Teil jetzt, da gibt's ja auch so eine Option beim Laufen. Das heißt, du hast Spotify beim Laufen dabei und das Telefon erkennt, wie schnell du läufst und dementsprechend sucht Spotify dir die Musik in der Geschwindigkeit raus. Ja, so die Taktfrequenz, ne? Genau. Ja. Hatte ich beim Spazierengehen mal probiert, hat aber irgendwie nicht funktioniert. Keine Ahnung, warum. Nee. Ah, du nutzt Spotify auch? Ja, ich habe es über die Telekom, weil ich ja, ich bin halt eben immer im Auto unterwegs und dann musst du halt eben ja schon vorher wissen, was du hören möchtest, damit du es dir aufs Handy ziehen kannst. Ja, ja, genau. Und deswegen habe ich es über die Telekom gebucht, dann geht's ja nicht von deinem Surfvolumen ab. Und kostet das jetzt nochmal bei der Telekom? Also ich könnte kostet auch 10 Euro, also 9,99 oder was das kostet. Das heißt, dich kostet der Musikstreaming-Dienst 20 Euro im Monat? Nee, 9,99. Wie bei dir auch. Ach, und Spotify zahlst du gar nicht? Ja doch, ich zahle Spotify und die Telekom sagt, alles, was du an Musik hörst, jetzt Videos und Podcasts glaube ich nicht, da zahlen wir dann auch das Volumen, das du verbraucht hast. Nur die, wenn du die Cover, die Albumcovers lädst und so, das muss da, geht von deinem Dings ab. Aber die Musik selbst, das wird nicht an deinem Volumen angerechnet. Ja, das habe ich verstanden. Und du zahlst quasi 10 Euro an die Telekom? Nein, ich zahle 10 Euro an die Telekom, da ist Spotify und alles drum und dran drin. Ach so, das heißt, wenn ich jetzt nur Spotify nehme und zahle die 10 Euro, wäre ja schön blöd, weil sonst mache ich gleich das Musikstreaming über die Telekom. Genau, wenn du jetzt nur, verstanden. Ja, wenn du jetzt über Spotify buchst,
dann kannst du zwar auch streamen, geht aber von deinem Datenguthaben weg, wenn du Telekom-Kunde bist. Richtig. Bei allen anderen sowieso. Ich meine, jetzt Netzneutralität und so, sei mal dahingestellt. Also der eine findet es gut, der andere schlecht. Jetzt gibt es halt eben. Und ja, ich nutze es halt eben, weil es für mich einfach praktisch ist. Ich habe nur ein iPhone mit 16 GB und dann machst du, was weiß ich, 5, 6, 7 Alben drauf, die Podcasts noch drauf, dann ist das Ding voll. Ja, ja, genau. So, und ja, und ich habe es halt eben jetzt über die Telekom. Es kostet ja nichts mehr. Es kostet das Gleiche, ob du es jetzt über die Telekom machst oder über Spotify selbst. Das war nämlich meine Überlegung, ob das jetzt nochmal 10 Euro extra kostet, weil diese Streaming-Option dabei ist. Nee. Aber ins Grunde genommen buchst du es über die Telekom und kriegst Spotify. Genau. Also du zahlst den normalen Spotify-Preis, aber das wird nicht von deinem Datenvolumen abgezogen. Genau, ja. Musst halt eben dein Konto mit dem Telekom irgendwie verbinden oder was. Irgendwie, und, ja. Da ist ja, genau. Genau, dass sie das wissen, dann die Spotify-App einmal neu starten und dann haben die sich das gemerkt. Ja, ja, das ist halt die Überlegung. Ich habe jetzt meinen Vertrag gekündigt zum Dezember, weil ja. Ich habe ein iPhone 5 und das will ich halt einfach weiter nutzen. Ich brauche jetzt erst einmal kein neues Telefon, sondern will das jetzt erstmal weiter nutzen und keine 55 Euro Vertrag bezahlen, ja. Sondern ich habe gesehen, man kommt da irgendwie mit einem Gigabyte mit 15 Euro ohne Vertrag jetzt sogar mit irgendwelchen, keine Ahnung, ach, wie heißt's? Ja, so Zeug. Da und würde ich auch gerne hinwollen, weil ich bezahle im Moment mit dem Spotify 80 Euro im Monat. Das ist mir persönlich, also ist ja, und ja, es ist halt eben jetzt so, und ich meine, ich kann jetzt zwar noch diese Speed-Option, die ich habe, wegmachen und das Spotify weg, dann bezahle ich aber immer noch 60 Euro. Ja. Und ich brauche halt eben, wenn ich jetzt einmal auf mein Handy gucke, mit einem Gigabyte komme ich, das reicht bei mir nicht. Ja. Kommt damit nicht aus. Ich habe jetzt aktuell, 27. Juni, 3,72 Gigabyte versurft. Und hast du dann quasi 3 Gigabyte Datenvolumen oder? Nee, 5 habe ich. 5 hast du. Ich habe 1 Gigabyte, das im Vertrag drin ist, und dann diese Verträge gibt es ja nicht mehr. Und dann habe ich die alte Speed-On-Option, die kostet auch nochmal 10 Euro. Und ja, habe dann zusätzlich noch 4 zu dem einen, also insgesamt 5. Ja, aber das ist ja dann der Vertrag mit Telefon, ne? Also würdest du nach 2 Jahren wieder neues Telefon und so weiter. Bro. Genau. Ja, das ist mal, ach, ich weiß nicht. Ich bin da noch unentschlossen. Ich meine, ich kann dann, also bis Weihnachten habe ich ja noch Zeit, mir das zu überlegen. Vielleicht kommt ja da bis dahin noch irgendwie über meine Firma nochmal, weil ich habe jetzt auch irgendwie so einen speziellen Rahmenvertrag über die Firma, und wo es dann 5 Euro billiger ist halt im Monat. Ja. Vielleicht kommt da nochmal ein gutes Angebot oder so. Aber mir ist es halt einfach zu teuer, ne? Und ja, mir auch. Also ich habe nur 1 Gigabyte und das reicht mir halt hinten und vorne nicht. Und ich muss dann immer noch ein zweites dazu buchen. Kostet zwar 5 Euro extra. Das zwar nur 5 Euro extra, das ist dann noch in Ordnung, aber dann bist du halt dann trotzdem schnell einmal bei 50, 60 Euro. Und wenn ich jetzt noch Spotify dazu nehme, wäre es 70 Euro und ja, ach, das ruckzuck bist du, ne, und dann kommt noch dein Festnetz dazu, da bezahle ich auch noch 40 Euro und zack, sind 120 Euro im Monat weg. Ja, nur für Telefon und Internet. Ja, genau. Ja, Festnetz zahle ich auch 40 Euro, glaube ich, aber ich habe eine Kabel Deutschland 100 Mbit Leitung und das da ist es dann. Nee, bin ich auch bei der Telekom. Ja. Ja, ich habe gesehen, 1&1 bietet jetzt auch, wenn du bei 1&1 Kunde bist, und bin ich ja mit dem Hosting und so weiter, da ist vielleicht so spezielle Verträge oder so, vielleicht gibt's da einen Handyvertrag irgendwie günstig, aber das ist dann auch erst im Dezember dann aktuell, wenn mein Vertrag dann tatsächlich wirklich ausläuft und so weiter. Im Chat gibt's ja dann auch die Diskussion hier, ob es Apple Music schon gibt oder nicht. Also ich glaube, das startet erst in 3 Ländern oder so, in England, in den USA und noch irgendwo, aber in Deutschland erstmal noch nicht. Und das ja, ich weiß ja, das muss ich auch erst zeigen, wie gut es ist und so weiter. Wenn ich überlege, wie gut oder wie schlecht das iTunes Match funktioniert, da bin ich dann auch etwas, ja. Ich sag mal so, wenn ich jetzt ja kein Telekom-Kunde mehr wäre, ja. Und dann
brauche ich das einfach auch nicht, weil ich kann es unterwegs nicht hören. Ja. Kann unterwegs, ob es jetzt der Apple ist oder Spotify oder was auch immer, solange die mir nicht anbieten, dass ich es unterwegs streamen kann, die Musik, die ich gerade jetzt in dem Moment hören will, dann rentiert sich nicht. Dann kann ich auch Radio hören, weißt du, wenn ich, ja, oder halt eben meine Musik, die ich zu Hause lokal hier auf der Festplatte als MP3 mir irgendwo gekauft habe, bei Apple, Amazon und so weiter, dann kann ich mir die halt eben aufs Handy laden. Dann brauche ich es nicht. Ja, ist einfach so. Naja, ich weiß noch nicht, ob es für mich irgendwie den Sinn macht. Ich habe im Auto, einen alten iPod mit 30 Gigabyte, der ist vollgeknallt mit Musik. Dann habe ich noch so ein altes iPhone 3G, das hat 16 Gigabyte Speicher. Ja. Und das kann Bluetooth und da habe ich das einfach als MP3-Player, das habe ich von einer Arbeitskollegin für 30 Euro abgekauft, 16 Gigabyte MP3-Player, ne? Für mit Bluetooth-Anbindung, das heißt, ich könnte das Ding auch mit ins Auto nehmen, aber Spotify ist halt der Vorteil, die Musik, die man jetzt halt. Ja, dann kannst du gerade das will, hören, auf was du Bock hast. Denkst du dir, ey, da war jetzt ein geiles Lied im Radio, da höre ich mir jetzt das Album dazu an. Ja, so, genau. Dann machst du es halt einfach. Oder auch von unbekannteren Bands hier jetzt, habe ich nämlich gemerkt, von unbekannteren Bands hier aus der Gegend, man hat ja die Möglichkeit, seine Musik in Spotify einzustellen über einen speziellen Bezahldienst. Und da ist eben die Musik dann auch da vertreten und dann konnte ich mal da so reinhören, wie die Bands da so sind und ja, sehr cool. Ja. Habe ich viel genutzt. Was ich dazu noch benutzt habe, ist, weil ich habe eigene Band und mir sind auch auf Spotify und da gibt es einen Dienst, der nennt sich Musics Match. Kai, kannst du mal den Link in Chat posten. Musics Match, und zwar ist das eine Datenbank, die Songtexte online sammelt im Crowdfunding. Also nicht Crowdfunding, sondern eben so, du kannst dich anmelden und dann kannst du als Bearbeiter kannst du quasi die Songtexte einfügen. Das heißt, wenn du jetzt von irgendeinem Song die Songtexte bearbeiten willst und die gibt's noch nicht, kannst du den Songtext da einfügen. So Wikipedia-mäßig, so in der Art. Ne, jeder kann die bearbeiten und kann die halt anpassen. Dann habe ich mal für meine eigene Band die Songtexte reingedingst quasi. Hat das auch gleich gefunden, weil der die Verbindung mit Spotify hat eben. Musics Match hat die Verbindung mit Spotify und das heißt, alle Texte, die du in Musics Match eintippst, die kommen auch im Spotify raus und das habe ich dann auch gesehen und auch am Telefon dann direkt die eigenen Songtexte, falls ich mal meinen vergesse, sind dann die Songtexte da. Und da ist nochmal so ein Spaß, dass du, wenn du auf Spotify bist, kannst du die Songtexte über einen normalen Browser, kannst du die Songtexte auch synchronisieren. Das heißt, je nachdem, wann gerade diese Textzeile mit gedingst wird, also wann diese gesungen wird, dann taucht auch das bestimmte Textstück dazu auf. Das heißt, man könnte so in Anführungsstrichen Karaoke-mäßig da mitsingen dann. Ja. Kostet alles nix, also Musics Match kostet nix und man muss sich da bloß anmelden und cool. Ja, jetzt haben wir für meine Band sind alle Songtexte für jeden einzelnen Titel auch auf Spotify mitlesbar und das finde ich cool für die Leute, die sich halt für die Songtexte halt auch interessieren. Ne? Ja, ich meine, du weißt ja, bei mir war das früher so, da hast du dir eine CD gekauft und dann hast du als erstes mal das Buch da rausgeholt und hast mal da die Texte durchgelesen oder so. Interessiert ja doch schon irgendwie, ne? Ja, oder? Ja. Genau. Also hin und das hat man halt eben durch die ganze MP3-Kram, fehlt es ja auch irgendwo, ne? Ja. Ja, das finde ich schon eine coole Aktion. Und soweit ich weiß, machen die das irgendwie. Ich weiß nicht, ob die Verbindung mit iTunes haben, dass quasi die Songtexte dauernd auch bei iTunes mit auftauchen. Das bin ich mir nicht ganz sicher, aber auf Spotify auf jeden Fall. Und das finde ich halt super geil, weil da jeder auch, die keinen
Premium-Account haben bei Spotify, können ja trotzdem die Musik hören. Du hast ja dann nach einer halben Stunde irgendwie Werbung und da kann man dann mal kurz reinhören. Genau. Und sich den Song anhören, den Text dazu durchlesen, ohne auf irgendeine Webseite surfen zu müssen. Das finde ich schon ganz cool. Ja. Genau, das habe ich die Woche, wo ich dann zu Hause war, habe ich mir das mal angetan. Naja. Cool. Als aktuellstes Thema, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, und zwar ich bin Bartträger. Ja, also ich habe mal versucht, mich glatt zu rasieren und dann schaue ich nicht besonders, also mir steht ein Bart besser als glatt rasiert. Okay. Ne? Und jetzt wollte ich mir halt an, habe ich auch schon versucht, mir einen schönen Vollbart wachsen zu lassen, aber das funktioniert auch nicht, weil so an den Backen, da kommt es nicht so richtig und Vollbart schaut auch scheiße aus. So, jetzt habe ich, ich probiere da immer mal rum und habe da quasi so vom Ohr bis zum Kinn so einen Strich quasi mir wachsen lassen und möchte mir so ein Schnurrbart wachsen lassen. Da gibt's ja so Hipster, die halt dann auch noch so mit Schnurrbart gezwirbelt und so weiter, solche Sachen. Ja. Und auf sowas hätte ich mal Bock. Und ich habe die ganze Zeit auch rumüberlegt, weil die Nassrasur reizt meine Haut so sehr, dass ich lauter Pickelchen bekomme und lauter so eine Scheiße. Und dann bin ich auf einen Trockenrasierer umgestiegen. Ich habe mir einen gekauft, der quasi Langhaar- und Trockenrasierer gleichzeitig ist. Das ist so Braun Cruiser oder so heißt das Ding. Das war letztes Jahr und habe mich halt immer trocken rasiert. So, jetzt gab's da aber auch diese Reizungen und so weiter. Und dann habe ich mich mal im Internet schlau gemacht, wie denn das jetzt ist hier mit dieser Rasur und Bartpflege und so weiter, was es da so alles gibt. Und bin da auf eine Seite gestoßen, die nennt sich blackbeards.de. Und die haben dann halt wirklich, das ist ein Online-Shop, wo du Bartpflegeprodukte quasi kaufen kannst. Und kannst du die haben halt ganz, ganz viele Tipps, wie du mit deiner Bartpflege halt umgehst. Wie du das mit der Rasur machst, ob du mit einem Trockenrasierer quasi rasierst oder dann auch hier mit Rasierklingen oder so diese Systemrasierer, diese, wie sie da alle heißen, ne? Diese Klingenrasierer und so weiter. Ja. Oder ob du es mit einem Schafett, also hier dieses Rasiermesser machst oder so. Ja. Da sind da lauter so Tipps dabei. So. Jetzt habe ich mich heute, zwei vorhin einkaufen, und habe mich da jetzt mal eingedeckt. Ich war im Müller gewesen und eben um den Bart zu pflegen und halt jetzt vielleicht den Schnurrbart für die Mädels auch ein bisschen angenehmer zu machen, ist halt so, dass du also Bartöle, dir so ein Öl quasi in den Bart schmierst, was halt dann auch noch gut riecht und halt die Haare weich macht oder halt dann auch die Vorbehandlung. Und steht alles auf der Seite, wie man das halt so Schritt für Schritt macht, ob du die Produkte jetzt kaufst oder dann selber machst. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, jetzt erst einmal zum Beispiel beim Gesicht jetzt so eine erst eine Reinigung vorzunehmen, so ein Peeling zu machen. Das kriege ich von meiner Schwägerin, weil die ist Kosmetikerin und dann kriege ich von der ein Peeling. Dann mache ich erstmal ein Peeling. Und dann kommt eine Pre-Shave-Lotion drauf, quasi sowas, also für Trockenrasierer ist es ja so, du kannst ja keinen Rasierschaum drauf schmieren. Weil sonst ist der Trockenrasierer gleich zugeschleimt, ne, und dann funktioniert die Rasur nicht. Aber es gibt so eine Art Rasierwasser, das haust du dir auf die, quasi ins Gesicht. Und dann stellt es die Haare auf, quasi, und bereitet die Haut für die Rasur vor. Und das habe ich mir jetzt gekauft, ist von der Firma Spike, das ist so ein Naturprodukt irgendwie. Ja. Und es ist jetzt direkt so, Electric Shave Lotion, die du halt vor dem Rasieren mit dem Elektrorasierer quasi drauf tust, quasi. So, dann rasiert man sich, ne? Ja. Also vorher hat man die Haare gestutzt mit der Schere, ja, so wie man es halt haben will, und mit dem Langhaarschneider so hin, und dann kommt die Lotion drauf, dann rasiert man sich, dann Aftershave zum Desinfizieren. Und dann Gesichtscreme, die habe ich aber dann, also Gesichtscreme habe ich schon. Und als obendrauf kommt dann in den Pornobalken, in den Schnurrbart, kommt dann ein Bart, ja, kommt dann ein Bartöl. Und das tut man, also entweder kauft man sich eins, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, mir selber eins zu machen. Und zwar
hat man quasi so eine Art Trägeröl und in das Trägeröl kommt dann so ein Aromaöl halt rein, was halt gut riecht. Ne? Das Trägeröl macht quasi den Bart geschmeidig und das andere ist halt für einen guten Duft. Und da habe ich jetzt Jojobaöl gekauft. Und da kommt dann cool. eine Mischung aus einem Tropfen Vanille und einem Tropfen Bergamotte. Also ich habe das mal im Laden ausprobiert, habe da ein bisschen reingerochen und habe beides so verglichen. Und das riecht richtig geil. Und das werde ich dann nachher mal mischen und mir dann in den Bart schmieren. Und dann kann man nämlich, wenn man das länger anwendet, wird der Bart dann nämlich ganz weich und geschmeidig und pflegt eben die Haut auch. Und ja, das kann man dann auch auf den Bart geben, um eben diese oder in die Haut einmassieren, um eben die geröteten Stellen, wenn man sich eben rasiert, ne, hat man ja dann immer diese roten Stellen und diese Pickelchen und so weiter. Also das ist einmal das Aftershave, um das zu desinfizieren. Und halt eben auch Bartöl, wenn es dann juckt oder so, kann man sich dazu dann hinschmieren und man riecht gut. Ja, genau. Das ist so mein aktuelles Ding. Ich bin immer gespannt, wie weit es führt, aber ja, ich möchte so einen richtig schönen Zwirbelbart haben. Genau, da ist im Chat hat ja das der Nachtzug. Der Nachtzug, ja. Genau, so in der Art, nicht ganz so lang, aber ja, okay. So einen gedrehten Zwirbelbart. Ja, genau. Und da fand ich die Seite Blackbeards. De wirklich sehr empfehlenswert für ja, ich hab jetzt auch mal da durchgeklickt, da gibt's ja echt all. Ich meine, ich habe eigentlich das Einzige, was ich mal als Bart hatte, war so ein die haben auch einen speziellen Namen, so an der Unterlippe, so ein Bärtchen. Ja. Weiß nicht mehr, wie die heißen, aber egal. Also mehr hatte ich am Bart noch nie oder mal so ein 3-Tage-Bart. Ich glaube, mein aktuelles Twitter-Foto, da sieht man, ja, da war ich auch nicht rasiert oder so, aber sonst bin ich eigentlich immer so eigentlich komplett, ja, Bart, weiß nicht, wüsste da auch jetzt dann nicht, was mir da stehen würde an Bart. Gibt ja verschiedene Arten und Formen und genau. Aber ich denke mal, so ein Bart ist, wenn es kein Vollbart ist oder so, denke mal, das macht ja noch mehr Arbeit, wie dich täglich zu rasieren. Ja gut, täglich rasieren muss ich mich, will ich schon. Also ich will halt auch, ja, ich bin dann meist zu faul und dann bleibt es dann immer beim 3-Tage-Bart, aber dann ist dann... Ja, bei mir auch. Ich meine, ich rasiere mich dann auch mal 2 Tage nicht oder so. Ja. Aber gut, bei mir ist es im Moment auch egal. Aber wenn du eine Freundin hast oder so, ich denke mal, da kann jeder Mann mitreden. Wenn du da 3 Fläumchen stehen hast, dann sind die schon am Meckern. Ja, gut, so ist es jetzt nicht. Ich meine, meine Freundin, die stört jetzt ein 3-Tage-Bart auch nicht. Okay. Aber es ist halt im Gesicht, wenn du halt dir ein Bart stehen lässt, dann trocknet halt die Haut aus und es juckt und es kratzt und irgendwie, ne, so. Und ich wollte halt dagegen und auch gegen diese beim Rasieren die roten Stellen und das ganze Zeug, ne? Oder dass halt dann auch der Schnurrbart so hart ist. Also ich habe seit Jahren nach, habe ich irgendwie die Oberlippe und dann habe ich halt irgendwie so einen Pornobalken, der quasi bis zum Kinn geht oder so oder alles mögliche. Ich probiere da immer mal durch und ich glaube, ich habe jetzt was Cooles gefunden, wo ich jetzt mal ausprobieren will, eben diesen Zwirbelbart. Und wenn der halt länger wird und die Bartstoppeln halt so hart sind, ne, da ist dann nichts mehr mit Knutschen, weil da ja, da wollte ich halt einmal da entgegenwirken und das probiere ich jetzt alles mal aus und ich bin echt gespannt, wie das da so ja, aber ich freue mich auf diesen Duft, weil dann hast du quasi den ganzen Tag einen geilen Duft in der Nase, weil dein Bart halt danach riecht, ne? Ja. Also was ich hatte, war ein Soul Patch, nennt man das. Ich poste euch mal den Link hierher. Soul Patch. Ja, also die Seite ist da wirklich aufschlussreich. Ja. Ich habe bei Google einfach mal eingegeben Bartarten und da kam ich gleich auf blackbeards.de. Ja, also es ist echt eine Top-Seite. Ja. Wirklich. Ja. Also für alle Männer, so. Ja, genau, das waren so meine Themen die Woche. Naja, und Clash of Clans ist eh klar, ne? Also. Ja, ich hoffe, dass das klar ist. Das ist eh klar, das müssen wir nicht mehr erwähnen. Ja, spielen wir und ja,
Kann ja da vielleicht auch noch mal dazu sagen, wir haben mittlerweile das Alter von 20 Jahren auf 18 Jahre runtergesetzt, weil einfach, ja, also das Eintrittsalter im Clan, ja, weil wir einfach gesagt haben, warum 20? Ja, ist halt eben auch nur eine Zahl, genauso wie 18 auch, aber naja, haben wir jetzt nochmal so gemacht. Und, warte mal, im Moment läuft es ja auch sehr kick gut. Kick ich dir ja? Gleich einmal deinen roten Ball, werfe ich dir wieder zurück. Okay, ja, dankeschön. Und den gelben. Alle gefangen. Den, lass den einfach im Ecken liegen. Wir nehmen dann in Zukunft immer den roten hier oder so. Ja, den gelben, den kicke ich zurück zum Raiden in seinem Zimmer. Ja, nicht, dass er nachher heute Abend nicht weiß, was er treiben soll ohne den Ball. Ja, ja. Ja, du darfst. Ich darf. Ja, ich habe auch ein paar Themen zum, ja, zum ersten gibt's auf meinem Blog für einen Podcast gibt's ein neuen Look, würde ich mal sagen. Also von dem, das Template ist immer noch dasselbe, aber die Farbe hat sich etwas geändert. Grund dafür war, dass der Thorsten mir ein neues Logo erstellt hat. Den Thorsten kennt ihr eigentlich auch hier vom Raidinger. Da nennt er sich, glaube ich, Arales. Weiß gar nicht, ob er da ist. Nee, ist nicht da. Ja, der hat mir halt eben ein neues Logo entworfen. Und ja, deswegen habe ich da auch mal die Webseite farblich ein bisschen angepasst. Ja, dem einen gefällt es, dem anderen vielleicht nicht, weiß ich nicht. Aber das Blau oder was es vorher war, das war halt eben so. Ja, dann gab es noch eine neue Folge It's Tea Time, die Folge 5 mit der Verena. Es ging um schwarzen Tee, Herstellung, Arten und so weiter. Hat länger keine Folgen gegeben. Ich hatte auch diese Tee-Folge hier ein bisschen länger in der Pipeline gehabt. Das hatte einen ganz einfachen Grund. Wir hatten die Folge aufgenommen und ich hatte sie auch schon geschnitten, bis auf das Intro und Outro. Und ja, dann hat mich Post aus Hongkong erreicht. Kann man gerade ein Programm aufmachen. Ja, der liebe Sven Tetzlaff, der wohnt da nämlich, der ist auf meinen Podcast beziehungsweise auf die Tee-Folgen, denke ich mal, aufmerksam geworden durch die drei Vogonen. Dort wurde ich mal erwähnt und ja, er hat dann, lass mich mal gerade gucken, wo ich die E-Mail habe. Ja, er hat dann, er wollte eigentlich zu einer Tee-Folge kommentieren, es kam ja aber keine, naja, war klar, ich hatte die noch nicht veröffentlicht und der ja, hat dann geschrieben, dass er zur Zeit des First Flushs in Zhejiang hat er auch eine Podcast-Folge zum Thema Tee aufgenommen und ja, First Flush ist ja ja, halt eben auch schwarzer Tee eigentlich, normal Darjeeling ist es ja, denke ich mal und ja, das hat ja, sag ich mal, zu der Folge gepasst eigentlich, wie die Faust aufs Auge oder wie man sagt, also richtig super gepasst. Und deswegen hat sich das Ganze ein bisschen verschoben. Ja, ich habe mich natürlich tierisch gefreut, dass ich von so weit eine E-Mail bekomme, sag ich mal, dass ich der Podcast doch so weit gehört wird. Und den Blog habe ich dann mal, ich denke mal, ich kann ja mal meine die Folge mal posten, da könnt ihr euch auch mal die Links angucken oder so. Und ziemlich weit unten sind die von dem Sven. Kann auch euch mal den Blog dazu in die Shownotes reingeben. Könnt ihr euch mal angucken, was der so alles schreibt und macht, tut. Ja, das soweit zum Podcast. Dann habe ich mich die Woche, habe ich mir ein Hotel gebucht in Karlsruhe fürs Podcaster Barbecue. Das findet ja am 29. August in Karlsruhe statt. Hab auch mittlerweile schon ein Zugticket gebucht. Je früher man da ja dran ist, umso besser ist es. Einfach preislich gesehen. Bezahle ich jetzt einfach hin und Heimfahrt 38 Euro, kann man wirklich nichts sagen. Deswegen fahre ich auch mit dem Zug hin, weil ansonsten wäre ich mit dem Auto gefahren, ja. Dann kamen wir gestern irgendwie so aufs Thema dieses Patreon. Kennst du das, Stevie? Also ich habe es in Verbindung mit dem Hoaxilla-Podcast das erste Mal gehört, dass ja, du quasi die Möglichkeit hast, pro Podcast-Folge einen bestimmten Betrag zu
spenden oder zu abonnieren quasi. Also ja. Wenn jemand dir gerne was Gutes tun möchte, dann kann er zum Beispiel pro Podcast-Folge 1 Euro über Patreon dir in den Topf werfen oder so ähnlich. Genau, ja. Ich habe mich da mal angemeldet. Ich weiß erstens mal noch gar nicht, wie es richtig funktioniert, wie du überhaupt deinen Content darüber bekommst. Es gibt halt eben keinen so Button wie bei Flatter zum Beispiel oder so. Also da muss ich mich mal noch mal genauer schlau machen. Aber vielleicht weiß ja auch einer von unseren Hörern, wie das ungefähr funktioniert. Ja. Es ist halt jetzt eben so, ich will jetzt auch nicht hier, was weiß ich, vom Podcasten leben oder was weiß ich. Ich habe jetzt einen Flatter-Button, ich habe auch einen PayPal-Button. Jetzt soll noch der Patreon-Button kommen und irgendwann kommt dann noch die Direktüberweisung auf mein Girokonto oder was. Ja, ich will es einfach nur mal ausprobieren, ob ich das Ganze überhaupt nutze, weiß ich nicht. Ich denke mal, viele Köche verderben den Brei oder wie sagt man. Ja, man soll halt eben bei einem bleiben oder vielleicht auch, ja, PayPal wegen mir auch noch oder keine Ahnung. Aber ja, man kann sich einfach mal angucken. Also interessiert mich schon, wie das Ganze funktioniert. Also so, wie ich es im Moment verstanden habe, ist es, dass du für jede Podcast-Folge dann dort auch einen Post anlegen musst. Ach, das musst du extra machen. Das passiert nicht automatisch. Ja, genau. So verstehe ich das. Ich weiß es aber nicht, ob es so ist. Aber vielleicht, wie gesagt, weiß einer unserer Hörer, wie es funktioniert und könnte es mir mal erklären. Weil wenn ich für jeden Podcast oder jede Podcast-Folge hier noch einen extra Post anlegen muss und dann ja, sage ich einfach, wisst ihr was, das ist mir zu viel. So. Hi. Oh, hallo. Ah, da bist du ja schon wieder. Ja. Ich bin noch nicht einmal fertig. Was? Ruckzuck war ich in Form ja. In Burg. Kannst was du mal nochmal gehen? Ja. Wir sind noch nicht fertig. Das gibt's doch nicht. Jo. Du bist nach Burg gefahren und bist jetzt wieder da? Ja. Boah. Okay. Also, ja. Entweder warst du sauflott oder ich habe ganz schön viel gelabert. Wo sind wir denn? Ja, in meiner Woche. Willst du mit deiner anfangen. Weitermachen oder? Komm doch erstmal zum Abschluss, würde Lennart jetzt sagen. Ja, Abschluss. Also, mach einfach weiter. Wir haben einfach über Patreon. Wir haben genau, über Patreon ich habe das gestern mal, wie gesagt, gestern einfach mich mal da angemeldet. Und ja, weiß jetzt ja gar nicht, wie das überhaupt funktioniert. Und wenn ich dafür jede Podcast-Folge nochmal einen extra Post machen muss und dann, ja, denke ich mal, wird das nichts mit uns. Weil das mir dann ehrlich gesagt zu viel Arbeit ist. Ja. Ich habe mich einfach mal angemeldet, um es mal auszutesten. Einfach der Neugierde halber, würde ich mal so sagen, ja. Naja, vielleicht weiß einer unserer Hörer da schon mehr. Und den Patreon-Akt oder was? Scheiße, warte mal, mein Ball. Um was geht's jetzt? Dein Ball, der liegt doch beim Steve in der Ecke. Nee, ich hab mal doch in sein Wohnzimmer gekickt. Wo ist Basche? Ja, das ist Basche. Um was geht's? Patreon-Akt, was? Patreon? Kennst du das? Das ist, ja, auch so. Ach, das Video, geschmarrt ihr da. Hä? Ja, das ist auch für YouTube, für YouTuber, Podcaster, Musikproduzierende, was weiß ich. Der Nachtzug schreibt gerade, es gibt doch bestimmt ein WordPress-Plugin. Nee, gibt's aber, nicht, habe ich schon gesucht nicht. Unter Plugins habe ich einfach mal Patreon eingegeben und da findet er nichts. Ja, naja, kann man Frag ja doch mal den Hoaxmaster, wie er das gemacht hat. Ach, ihn doch mal auf Twitter anschreiben und dann kann er mir das doch bestimmt mitteilen oder Klär so. Klär mich auf, was ist dieses Patreon? Patreon? Ja, das neue Flatter oder so. Okay. Da kannst du halt eben sagen, dass du, wenn was weiß ich, der Ratinger hier jede Woche eine Folge raushaut, kriegt er jede Woche, was weiß ich, 5 Euro pro Folge oder so. Ja. Gut, wenn sie das wirklich machen wollen, dann sollen sie einen Dauerauftrag machen und dann, ne? Ja, ich habe ja auch gesagt, viele Köche verderben einfach den Brei. Man muss jetzt da nicht auf jedes Pferd aufspringen, was sich da irgendwie aufgibt. Aber ich habe einfach mal Neugierde halber, wir haben da gestern drüber geredet und so, dachte ich, komm, dann meldest du dich jetzt einfach mal an. Kostet ja nichts und einfach mal ausprobieren, weißt du? Einfach mal, bei uns sagt man langnasig sind. Langnasig. Ja, genau. Aber kommen wir jetzt vom Geld verdienen weg zum Geld ausgeben. Gekauft habe ich nämlich auch ein bisschen was. Ich war unter anderem heute noch shoppen. Hat mir da der Mac
Der Mr. L hat schon geschrieben, war es der Mr. L oder war es der MacDiesam, ich weiß es nicht mehr. Einer von den beiden hat geschrieben, ich war ja in der Thalia-Bücherei, was hast du da Schönes gekauft? Ja, ein Buch habe ich mir keins gekauft, weil habe ich noch genügend hier rumliegen. Ich bin immer noch an einem Mann namens Mr. Oaf am Lesen, aber ich habe mir mal coole Lesenzeichen gekauft. Bestellt nicht, ja, hier aber mal als Beispiel ein Amazon-Link dazu. Das sind magnetische Lesezeichen. Weiß nicht, ob die von euch jemand kennt, aber ihr lest alle Kindle oder was? Die Pappen, die normales Buch. Die Magneten sich dann so gut am Buch oder was? Oder? Ja, du kannst dir dann die Seite, auf der du gerade bist, wo dein Lesezeichen, die so festklemmen, genau. Finde ich cool. Gibt's in 1000 möglichen Variationen. Ich habe mir jetzt einmal die hier gekauft. Knetlesezeichen, nie gehört. Magnet. Nicht ja? Knet. Hat er doch gesagt. Ja, Magnet. Also, ich habe das Ma nicht verstanden. Ja. Holzmagnet, genau. Jo, die fand ich recht cool. Also gibt's für alle Geschmäcker, gibt's da was. Gibt's. Genau. Jo, und zur DHL hier Poststreik und so kann ich eigentlich gar nichts sagen, denn meine Bestellung kam an. Ich habe ja in der letzten Woche schon erzählt, dass ich mir diesen Anker Astro E1 gekauft habe, diesen Zusatzakku. Und weil der so gut ist, habe ich mir gleich noch einen gekauft. Naja, gut. Der erste war nicht lange da, dann hat sich meine Nichte den gegrapscht. Den brauche ich auch. Sagte ich, okay, dann nehmen wir mit. Und habe mir dazu noch ein 15 cm USB-Ladekabel fürs iPhone, weil wenn man mal unterwegs ist, dafür soll der Akku ja sein, will man auch nicht das große Kabel mitnehmen, sondern einfach mal ein kleines, so 15 cm Kabel. Und der Preis hat einfach bestochen und ich dachte, probierst es einfach aus mit diesen Kabeln, die nicht original von Apple sind, ist es ja immer so eine Sache, manche gehen nicht, aber dass sie geht. Dazu habe ich auch was zu sagen, und zwar genau von dem gleichen Hersteller. Also ich habe exakt das Kabel gekauft, okay, aber für noch den alten Preis, für den 6 Euro, und da habe ich zwei Stück, jetzt kostet es 1,49. Ja. Ich habe nämlich zwei Stück gekauft und eines davon habe ich im Auto und eines davon halt in der, ich habe so eine Umhängetasche quasi unterwegs, und da habe ich es halt auch mit drin und das hat nicht funktioniert, also das hat nicht, also es ging nicht. Das im Auto funktioniert auch nur in eine Richtung, also was ja komisch ist, weil so ein der Stecker fürs iPhone ist ja eigentlich scheißegal, wie rum du ihn reinsteckst, aber der funktioniert nur in eine Richtung. Also der Preis ist schon in Ordnung, aber ich trage jetzt in meiner Tasche trotzdem wieder mein Originalkabel mit rum, weil da habe ich dann keinen Geschiss, und dann kommt auch nicht die Meldung mit, ja, dieses ist eventuell und bla und keine Ahnung. Ja, ja. Und, ja. Also eins von den Dingern musste ich schon wegschmeißen, weil es war. Okay. Und was aber der Hersteller von der, also hier, das ist iProtect, die, es könnte sein, dass die dann demnächst bei dir anrufen. Zumindest haben sie es bei mir gemacht, haben mich angerufen und haben gefragt, wie zufrieden ich denn mit dem Produkt bin. Echt? Das haben sie bei meinem Arbeitskollegen auch gemacht. Der hat sich so einen Solar-Akku-Dingsbums oder wie auch immer, also so einen mobilen Akku mit Solaraufladung oder so hat er sich zugelegt, auch von iProtect, und da haben die bei ihm angerufen und er hat gesagt, das Ding funktioniert nicht, und die haben ihn dann ohne irgendwie, haben die ihn einfach ein neues hinzug, also einfach ein neues geschickt. Er wollte es eigentlich zurückschicken, aber jetzt hat er zwei. Okay. Ja, ich habe es einfach gekauft. Ich meine, die haben 465 Kundenrezensionen und 4-Sterne-Bewertung. Dachte ich, aber sie haben auch 93 Ein-Sterne, also ja, okay. Und da bin ich jetzt schon wieder jetzt als Neuling, sag ich mal. Ich habe jetzt den Link aufgemacht, wo es gepostet hast. Und da springt mir das unten entgegen. Wie gesagt, einmal dein Artikel jetzt da, ne? Ja. Und unten drunter wird mir aber von Amazon Basics genau so ein Kabel angeboten, ne? Und da bin ich ehrlich, da kaufe ich lieber von Amazon Basics. Ja, okay. Hatte ich auch schon. Also ich hatte da so einen Adapter gehabt von Amazon Basics, wo du quasi Mini-USB auf Lightning. Der war auch nach zwei Wochen im Arsch. Echt? Also ich glaube, bei diesen Ladekabeln, das Beste, was ich, also ich habe auch noch mein allererstes vom meinem ersten Telefon und vom ersten iPod, das Ladekabel funktioniert immer noch, das ist jetzt fast 10 Jahre alt und das geht immer noch, das ist halt noch so ein 30-Pin-Stecker, wie auch immer, das geht immer noch und ist nicht kaputt, und wie viele ich so von den Anführungsstrichen billigen Kabeln schon verbraucht habe, das ist schon immer feierlich, also
Stimmt, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt insgesamt 3 oder 4 so Amazon Basic Kabel in der Wohnung verteilt, auf Arbeit, im Auto, noch nie Probleme. Echt? Läuft. Ich hab einen Arbeitsrucksack von Amazon Basic, der ist riesengroß, so viel kann ich gar nicht einpacken, was ich alles mitnehmen möchte auf Arbeit, das ist der Hammer. Also ich kann nur diese Produkte echt empfehlen, Amazon Basics, top. Ich habe mir ja auch diesen, war der nicht auch von der, gerade mal suchen, den, das war das so für, ja, der war auch von iProtect hier, diesen Adapter von USB Micro oder was das ist auf die Lightning, den habe ich auch hier, den habe ich eigentlich immer hier am Schreibtisch, weil ich mal das Mikro brauche, mal brauche ich das Lightning, das funktioniert einwandfrei. Funktioniert, bei mir war er relativ schnell im Arsch. Okay, ich weiß ja nicht, was ich... Echt? Ich jetzt... keine Ahnung, vielleicht habe ich andere... Vielleicht gehe ich nicht so pfleglich mit den Dingern um oder keine Ahnung, aber... Das ist kein Gefühl in der Hände. Ja. Ich hebe mir mein Gefühl für andere Dinge auf. Für die Bartpflege, ne? Für die Bartpflege. Ja, genau. Stimmt. Jo, achso, ich hab glaube ich noch eins vergessen, das habe ich ganz übersprungen. Wählerische Luzi habe ich hier hingeschrieben. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, meine Eltern haben die Luzi einfach zu viel verwöhnt oder so. Ich weiß nicht. Die frisst das normale Katzenfutter einfach nicht mehr. Ich kann da markentechnisch kaufen, was ich will. Du kennst es ja, Steve, du hast ja auch eine Katze. Ja. Gibt's ja das in diesen frische Packs oder so, ne? Gibt's in Dosen. Es gibt mit Gelee, es gibt mit Soße und Lucy leckt das Gelee oder die Soße und die Brocken, sag ich mal, die bleiben liegen. Was sie gerne isst, sind die Leckerlis, klar, ich esse auch gerne Schokolade und Gummibärchen, was dann daraus wird, das habe ich dann selbst gesehen an eigenem Körper. Und jetzt dachte ich, das kann's ehrlich gesagt nicht sein, dass sie nur Leckerlis isst. Dass du Trockenfutter auch zusätzlich füttern? Ja, habe ich auch oder dabei. Nee, auch Trockenfutter. Also sie hat bei mir hier oben hat sie ihr Trockenfutter stehen und sie hat dann, weil ganzen Tag ist sie ja bei meinen Eltern eigentlich, weil ich ja auf Arbeit bin, da hat sie ihr Nassfutter und Also bei unseren ist es so, also durch die Operation von meinem Kater mussten wir jetzt auch das Essen, also der kriegt jetzt spezielles Diätfutter. Also ich habe 2 Kater, ne? Ja. Spezielles Diätfutter und es ist aber so, dass wenn die Nassfutter kriegen, dann verdünnen wir das noch ein bisschen mit Wasser, dass es quasi so eine Katzensuppe gibt. Mhm. Die lassen aber die Brocken auch immer drin liegen und über den Tag hinweg werden die dann Stück für Stück einmal weggegessen, aber von dem Nassfutter bleiben oft die Bröggerler, also wir zerdrücken sie mit der Gabel, dass sie quasi noch ein bisschen feiner sind. Oder das Neueste, was wir jetzt ausprobiert haben, wir pürieren das quasi, also das Nassfutter pürieren, dass es quasi direkt nur so eine Suppe ist und die ist dann weg. Also die ist dann komplett weg. Da hast du quasi das Nassfutter püriert quasi und ist dann komplett weg. Zu viel jetzt Arbeit für Viech, meine Güte. Ja, du fährst extra hier durch die Gegend für so ein Viech. Hä? Ah, nee, das war was anderes. Sorry. Ich hab meinen Neffen geholt, Du hattest. Aber wir sehen uns ja bald, geil. Ja, nee, sorry, da war ich jetzt gerade verkehrt. Sorry. Du hattest am Anfang, wie wir noch nicht live waren, noch von was anderem. Also, das trifft aber jetzt nicht mehr ein, weil, ne? So. Ja, okay. Ja. Naja, ich hab jetzt einmal. ich will deinen Neffen jetzt dann nicht als Viech hier abstemmen. Also, beim besten Willen nicht. Ja, right. Wenn du wüsstest, was ich ausgegeben habe für das Viech durch diese Operation, ne? Das möchte ich gar nicht wissen, ne? Also, das sind das glaube ich. Also 2 Wochen von deinen Amazon-Einkäufen. Ich habe für ein paar Augentropfen und so habe ich auch schon jede Menge Geld hingelegt. Ja. Das hat mehr gekostet wie die Kastration von Lucy. Naja, ich hab jetzt jedenfalls mal zufällig, ich merke schon. Also, was kann ich nicht? Weil sie halt eben das, was ich jetzt hier habe an Futter, oder es ist ja eigentlich egal, ob das Marke A ist oder Marke B oder aus Supermarkt C oder was. Ja, bin jetzt einfach mal hingegangen, hab bei Zoo Plus, da bestelle ich ja doch öfters meine Sachen Na, sorry, ich war gerade hier eben. Und hab dann halt eben mal hier von dieser Sorte, die ist halt eben
links kopieren muss auch gelernt sein. So. Und hab halt eben mal hier, Manu füttert das, glaube ich, auch an ihre Katzen. Das ist einfach auch hochwertiger, denke ich mal. Es hat auch weitaus mehr Fleischanteile wie die anderen, die ich die ganze Zeit gefüttert habe. Und will jetzt einfach mal das probieren. Natürlich kosten die auch doppelt so viel wie das andere, was man im Supermarkt bekommt. Und ja, ich ziehe gerade irgendwie eine Parallele, weil ich gestern Abend im Bett überlegt habe, ob ich nicht mal bei Mai Müsli bestellen soll, aber. Ja, ich kann dir mal einen Packen Katzenfutter schicken. Nee. Ja, weil ich dachte mir, was macht jetzt Mai Müsli anders wie, ne? Ja. Jetzt kann ich die Verbindung machen und zwar es gibt Katzenfutter im Edeka, das mögen unsere, also das, bevor wir jetzt mit dem Dings, da gibt es ja ganz verschiedene Sorten, also das Edeka-Zeug ist eigentlich ganz gut, das haben sie ganz gut weggefressen. Und bei uns im Edeka gibt es auch Mai-Müsli-Produkte zum Testen. Also okay. Okay. Ja, also das, wenn man jetzt nicht direkt unbedingt da bestellen will, sondern erstmal testen will, und so. Also die haben eben das Edeka ganz gut gefressen und aber jetzt stehen sie natürlich auf das Neue. Das ist so ein spezielles Diätfutter von Royal Canin. Es ist halt sehr teuer, aber gut, was willst du machen, ne? Aber das fressen sie beide sehr, sehr gerne. Also die haben da nie Probleme gehabt, dass sie jetzt irgendwas nicht verschmäht, also dass sie irgendwas verschmäht haben oder so. Ja, ich meine, hier kosten auch, die sind auch halt eben, ja, wie gesagt, kosten doppelte wie das, was ich normalerweise. Da kosten hier 12 Tütchen, kosten hier 4,49 €. Ja. Dafür kriegst du von dem anderen Futter 24 Tüten. Ja, bei uns kosten 10 Tüten 12 Euro. Oh. Ja. Ja. Und bei Mai Müsli, da war sie halt nicht, ne? Weil ich meine, die haben da schon ganz coole Mischungen, sorry mal, ne? Aber ich bin halt echt. Reden wir noch hier vom Themen-Mashup. Der Steve und ich, wir reden von Katzenfutter und du redest vom Müsli. Ayo. Da gibt's ja hier so Sportmüsli. Ja. Und da gibt's eben das ein Proteinmüsli, Geschmarri, und das will ich ja nicht. Ich will, wenn dann schon das. Wo ist denn das jetzt? Warte mal kurz. Kickstarter Man Müsli, gesunde Ernährung für Männer, besonders knusprig. Oder ich nehme unser Müsli mit dem höchsten Proteingehalt, dann den dir auf den Füller, aber ne, fürs Training. Brauchst du und dann so. Nimm ich ins Bodycross oder wie ist ja, das? Jo. Na. Hier, cool. Hier ist er. Natürlich Unterstützung für deine Muskelaufbau. My Müsli. Und da kosten 575 Gramm, sind wir bei 8,90 €. Also ich weiß nicht, man kann sich das nicht auch ein bisschen zusammenstellen. Ja, das also, kannst du auch, aber... Wir hatten einmal so einen Gutschein gehabt von My Müsli und haben da die 20 Euro oder was das war, haben wir die verballert und haben dann aber auch gesagt, nee, also du, da kaufen wir lieber da hier so das Müsli und ich hau dann immer so ein paar Haferflocken noch mit rein und keine Ahnung. Ja, das mache ich ja so auch Stand heute, ne? Also, weil es ist schon sehr teuer, finde ich. Ich weiß aber auch nicht, was mein normales Müsli kostet, was ich mir da immer kaufe, weil ich nicht auf Geld schaue, wenn ich da einkaufe. Wahrscheinlich schmeiß alles in den Wagen und dann... Ja, klar. Gutes Seidenbacher. Oh, da habe ich mal von jemandem ein Seidenbacher Müsli bekommen, war für auch lecker. Ja? Mhm. Ein Glück, dass wir Seidenbacher Müsli gegessen haben. Wie Cerealis. So, Scheiße, ich hatte... Wenn Franke versucht, Schwäbisch zu sprechen. Ne? Ja, hoffen wir, dass das bei der Luzi nicht irgendwie, weil ich habe nämlich mit der, haben wir natürlich auch informiert, wie das jetzt ist, wenn sie wenig trinken, viel trinken und bla, und wie viel man darauf achten soll und bla. Und da gibt's ja dann auch, wenn Katzen zum Beispiel ein bestimmtes Futter verschmähen oder dann auch wenig trinken, dass sie irgendwie Probleme mit der Blase haben oder solche Sachen, ne? Ja. Oder was man tun muss bei einer bestimmten Katzenrasse, um da eben da vorzubeugen und so weiter. Da tut sich ja ganze Welt auf, das ist ja der Wahnsinn. Wir zwei können ja mal eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Dann habe ich auch gerade gedacht, dass wir das Thema jetzt hier nicht in die Länge ziehen und da mal drüber reden, ja. Das wäre vielleicht mal ganz in Ordnung. Weiß ja nicht, bevor der Raiden jetzt da wieder mit Müsli anfängt. Genau, dann
Er hat ja seinen gelben Ball, ich weiß nicht, ob du ihn deinen roten. Ich bin ja jetzt wieder da, ihr müsst ja jetzt die Folge nicht unnötig strecken. Okay. Mit Cat-Content. Ja, ja. Ja, ja. Du wirst sehen, es wird unglaublich viele Downloads haben. Wir müssen jetzt nur noch mal ein paar anständige Wörter sagen, aber das können wir ja nicht, ne? Weil da hören ja Kinder zu. Ja, er hat ja diesen Button hier nicht. Also ist dann halt nur Cat-Content und eine. Genau. Jo. Okay. Aber ich habe da gestern noch einen Tweet gehabt mit Cat-Content. Muss ich mal noch suchen. Mach mal weiter, Raiden. Also ach. Raiden. Oh, ich werfe dir jetzt den roten Ball über, aber den musst du mir wieder zurückgeben, weil das war ja ein Geschenk. Den roten Ball sehe ich auf mich zufliegen. Ich drehe mich dezent beiseite, bück mich und hebe meinen gelben Ball wieder auf. Und komme dann mal zurück zu meiner Woche. Ich glaube, wir sind ausgestiegen bei Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja, wie gesagt, momentan wirklich die Hölle und es wird auch nicht besser. Dazu komme ich jetzt dann gleich noch. Wie gesagt, die Woche, die ging mal wieder vorbei wie im Flug. Es war Montag und das nächste Mal, als ich wieder auf den Kalender geschaut habe, war schon wieder Freitag und ich so, oh, also Hammer, echt. Es war auch so viel los, dass ich es nicht mal zum Weight Watcher geschafft habe, obwohl ich aktuell der festen Überzeugung bin, ich werde mich von dem System jetzt abmelden, da ich aktuell keinen Sinn mehr drin sehe, nachdem ich jetzt immer mehr Sport mache und umso mehr Sport, das ich mache, umso schwerer werde ich wieder. Liegt wahrscheinlich ja, schon irgendwo damit zusammen, dass meine Hemden wieder spannen, aber nicht, weil sie spannen, weil ich wieder fetter warm bin, sondern ich spanne einfach, weil ich wieder brader warm bin. Und dann bringt mir das nichts, ne? Weil, keine Ahnung, da werde ich mir jetzt erstmal eine Zeit lang abmelden, aber trotzdem wieder weiter auf meine Ernährung achten. Und das Ganze. Wie, du willst jetzt den Sport aufhören, oder was? Nein, den Weight Watcher. Ja, Entschuldigung. Im ersten Moment habe ich auch gedacht, er will den Sport aufhören. Ich habe jetzt gedacht, wieso will er jetzt den Sport aufhören? Oh, ich bin voll geil auf Sport, ey. Ja, Montag, Mittwoch, Freitag, das sind die Sportdauch. Du ziehst das jetzt wirklich durch, ne? Also machst du es jetzt wirklich? Montag, Mittwoch, Freitag. Geh kaputt. Es rockt. Echt, was schreibt der Nachtzug? Schon nach 3 Wochen Bodycross spannen die Hemden wieder. Ja. Hast du da ein aktuelles Bild von dir gesehen? Oder du hast irgendwo mal ein aktuelles Profilbild hochgeladen? Und da ist ja deutlich, dass du abgenommen hast. Also, Wahnsinn. Echt, sicher ist. Ja, freilich. Du warst aber schon das Bild, was ich gestern... Mir das die Dache auch gesagt, irgendwie so, okay. Raiden irgendwie, der hat da ganz schön abgenommen. Und so, okay. Ja. Raiden, der Strich in der Landschaft. Ja. Wer hat das gesagt? Entweder Kai oder Bob, ich weiß nicht mehr. Nee, ich weiß nicht. Nee. Naja, auf alle Fälle halt, ja. Also optisch schaut's obgenummer aus, aber wie gesagt, wenn die Waage lügt ja nicht, ne, und... Ja, aber Raiden, das weißt du doch, das war doch wie bei mir. Ich habe ja auch mehr Sport gemacht und habe zugenommen. Muskelaufbau, ja, genau. Stimmt schon. Naja, gut. Und im Moment ist bei mir so, ich mache weniger Sport und nehme trotzdem zu. Coole Sache. War jetzt in den letzten 14 Tagen, habe ich so gut wie gar nichts gemacht und ja, dann geht's gleich wieder nach oben, ne? Ja, und ich weiß gar nicht, ich habe gestern sogar mal getwittert, wie war das wieder? Grafiklink kopieren, Grafik anzeigen. Hier und zwar gestern habe ich es mir wieder richtig gegeben, also echt bis zum Muskelversagen. Ich war tot. Und da hat mir dann der Kollege hier gesagt, ey, Fischi, geh mal rein. Was denn? Halt ja mal mein Hemd. Also mein T-Shirt halt, ne? Alter. Also das bin nicht ich da auf dem Foto, ne? So, also bin ich dann doch nicht abgenommen. Oder mich äußerlich verändert. Alter, fällt euch nichts mehr ein. Das ist der Schweiß meines Sportes, Freunde. Mein Lieber. Da hängt das Fett drin. Naja, gut. Aber wie gesagt, jetzt mal ein wenig mit Weight Watcher mal aufhören. Werde später mal gucken, wie ich da wieder rauskomme aus der Sekte. Und dann erstmal wieder ein wenig Sport machen. Ansonsten habe ich dann die Woche damit verbracht, also projekttechnisch neues Projekt geplant auf Arbeit, weil jetzt die nächsten 3 Wochen werden bei mir jetzt ziemlich stressig.
weil woanders sind es die Hungerspiele, bei mir sind es die Upgrade-Wochen. Das heißt praktisch, ich muss da mehrere Systeme jetzt bei mir auf Arbeit langsam mal upgraden auf aktuellere Versionen. Und ich überspringe praktisch circa 5 bis 6 Versionen bis zur fast aktuellen Version wieder. Das heißt, da muss ich alles testen und durchspielen, ob es alles funktioniert und es ist alles im laufenden Betrieb und solche Sachen halt. Und alles sehr stressig und viel Dokumentation und Planung. Wann informiere, also richtiges Change Management halt auch, ne? Also, wann informiere ich die User, was passiert da, wer macht was, diese ganze Einteilung, die ganze Planung an die Mitarbeiter wird sehr heftig. Wie gesagt, da bin ich jetzt dann die nächsten Tage gut damit beschäftigt. So beschäftigt, dass ich auch der Verena ihren Geburtstag vergessen habe. Sauber. Ja. Die hat nämlich Purzeltag gehabt, ne? Beziehungsweise. Donnerstag, den, ja. Alles Gute nachträglich. Ja. In München streikt auch die Post. Ja, also Leute, es ist echt schlimm. Momentan, ich komme zu gar nichts mehr, ne? Und auch zu nichts komme ich aktuell mit Podcast hören. Ja gut, sagen wir so. Es gab einmal so einen netten Einwurf von einem Chat-Besucher vom weil wir mal sagen, und schreibt Kommentare und sowas, ne? Und macht er mal. Und dann kam so die allgemeine Frage: Schreibst du eigentlich Kommentare? Ja. Und das mache ich ja eigentlich schon. Theoretisch. Wenn die Zeit da ist. Aktuell, wie gesagt, ist es wirklich so, die einzige Zeit, wo ich zum Podcast hören heute komme, ist, ich fahre auf Arbeit und ich fahre wieder zurück. So. Mhm. Dann fällt mir während der Fahrt, höre ich einen Podcast und da fällt mir wieder was zu irgendeinem Thema ein, was sie gerade besprechen, wo ich mir denke, ey, Mensch, ne, da schreibst dann mal hin und sagst dein Senf dazu oder irgendwas, ne, so. Und dann vergesse ich das schon wieder, weil ich schon wieder andere Dinge im Kopf habe, vor der Arbeit halt, oder auch, ne. Ja, geht mir ja auch so. Aber und zu sich mal doch einmal da schön hier rumlaufen, ne, und dann bist gedanklich auch wieder woanders. Und auf aller Fälle ist halt dann so, dass man das halt vergisst. Und das ist ja eigentlich blöd. Also es ist mir letztens so kummer, das ist eigentlich echt ein wenig blöd. Gehe ich ja über den Content-Produzierer, sag ich einmal, ne? Weil der möchte ja auch gerne Feedback haben, ne? So. Und Stevie, du hast mir in letzter Zeit ab und zu mal einen Audiokommentar geschickt und den hast du ja im Auto gemacht praktisch, ne? Oder meistens also irgendwas reingelullt, Dropbox, fertig, have fun. Mal schnell, ne? Ja? Einfach mal was gelabert. So. Und genauso machte ich das jetzt auch. Und zwar, ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar, ich habe nämlich schon den ersten Audiokommentar rausgehaut bei einem Podcast. Und das ist irgendwie genau der falsche Link. Okay, Moment. Muss ich mal kurz gucken. Moment, Freunde. Moment. Kopieren. Dropboxer. Da ist sie. Public. Pasten. So, öffentlichen Link kopieren. Und einfügen. So, da ist er. Und zwar folgendes. Für die Leute, die jetzt hier im Chat sind, ich hab jetzt mal kurz einen Screenshot gemacht von meinem aktuellen, ja, iPhone halt, ne, mit den Apps, wo ich so drauf hab. Und da habe ich mal 3 markiert mit 1, 2, 3. Und zwar, ich habe jetzt, kann ich ja ruhig sagen, die letzte Podcast-Folge da vom Podhorst habe ich unbedingt, meinen Senf dazugeben müssen, aber genau gewusst, dass ich das wieder nicht auf die Reihe bringt, das dann wieder zu antworten, weil irgendwann, wenn du dann abends daheim bist, dann hast du keinen Nerv und keinen Bock mehr, dann muss ich gestehen, bin ich auch mal froh, wenn ich mal keinen Rechner sehe, ne? Also, ja. Wäre halt alt, keine Ahnung. Dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf und habe mir einfach die Sprachmemo-App da geschnappt und einfach mal Ding reingeplaudert, freie Schnauze. Also, schön vor die Goschen kalten, ne? Ich meine, ich vor Automatik, da ist das Ganze wegen, ja, vielleicht ein wenig angenehmer noch, als wenn du Schaltung fährst. Ja. Und einfach neiglult, so. Und das Ganze war dann einfach dann, weil ich habe halt den Vorteil, ich bin halt in der Firma im WLAN mit meinem privaten Telefon und zu Hause halt sowieso. Und dann habe ich das dann praktisch in der Firma dann zack, beziehungsweise bei der Heimfahrt dann daheim, zack, gleich in einen Dropbox-Folder neigeladen. Der hast bei mir Autokommentare und beziehungsweise das ganze Projekt, also das Projekt, das ganze Vorgehen, hast bei mir eigentlich mehr so, was habe ich
Guav to go, ne? so betitel ich das Ganze einfach. Hab das in die Dropbox reingeschmissen, hab dann gesagt, öffentlichen Link kopieren und dann einfach dem Podhorst da Direct Message geschickt und zack, Audiokommentar. Dann kam aber die Frage gleich zurück, kann ich das verwenden, ne? So. Ist auch wieder eine Hürde, sag ich mal, weil jetzt musst du ja wieder Kommunikation betreiben, ne? Mit, ja, kannst frei verwenden und solcher war. Und damit ich das nicht immer machen muss, habe ich mir jetzt extra nochmal, sich mir jetzt bei der Nummer 3, die Outlook-App runtergeladen, habe mir schneller E-Mail-Adresse erstellt gehabt, mit der, wo ich halt versende, und habe mir dafür extra eine eigene Signatur gemacht, die wo ich dann einfach, also die habe ich schön hier im LibreOffice geschrieben, hab die mir dann per E-Mail geschickt und hab dann die dann hier in dem Outlook als Signatur praktisch eingefügt. Und ich schaue jetzt bloß kurz, ob ich die nur irgendwo jetzt gerade sehe. Moment. Ach, Google Docs Geschmarri, weil das habe ich nämlich da als Backup nämlich nein. Schauen wir doch mal. Docs. Autokommentare. Und ich lese mal kurz vor, was ich da geschrieben habe. Als Signatur. Servus Leute. Aktuell kann ich Podcasts nur auf meinen Arbeitsweg hören, da ich aktuell zeitlich gut eingespannt bin. Oft passiert es mir, dass ich zu einem angesprochenen Thema einer Podcast-Folge etwas zu sagen habe. Leider habe dann während der Fahrt keine Möglichkeit, einen Kommentar zu schreiben und später habe ich dann schon wieder andere Dinge im Kopf. Von daher nehme ich jetzt immer direkt was im Auto unterwegs auf, um zumindest mein Feedback loszuwerden. Denke, ist immer noch besser als kein Kommentar. Was ihr dann damit macht, bleibt euch überlassen. Und dann habe ich noch dazu geschrieben, ihr dürft es veröffentlichen, darüber sprechen oder auch ignorieren. Grußreden. Ne? Also wenn du mal irgendein Podcast oder demnächst so eine E-Mail kriegst, dann weiß er, was gespielt wird. Ja? Also wie gesagt, seht das als Feedback, als konstruktive Kritik, keine Ahnung, aber anders schaffe ich es halt aktuell einfach nicht. Und ich denke, das ist immer noch besser wie gar nichts. Das Runterladen von der Outlook-App, das kannst du dir ja eigentlich sparen, weil du kannst ja auch in Mail, in dem normalen Mail-Programm Signaturen anlegen, beziehungsweise kann man den Text in den Shortcuts, das gibt ja in den Einstellungen irgendwo in der Tastatur, gibt's ja die Möglichkeit, dir Shortcuts anzulegen, zum Beispiel ABCDEF, und immer wenn du ABCDEF eintippst, kommt dann der Text dafür, um das halt nochmal zu vereinfachen oder so, dann kannst du nämlich die ganze App sparen. Der ursprüngliche Gedanke war ja, ich mache eine Vorlage, ne? So. Ja. Aber Vorlagen, habe ich jetzt gegoogelt, gehen in Mail nicht. Der einzige Trick, wie das wohl gehen würde, ist, du schreibst eine E-Mail, tust sie dann als Entwurf sichern und wenn du die dann verschickst, dann ist die aus Entwürfe draußen und dann musst du praktisch die gesendete E-Mail wieder nehmen und dann wieder als neu verschicken oder neu bearbeiten oder so markieren. Ja. Ne? Und das ist ein wenig blöd. Und jetzt habe ich mal gedacht, jetzt wenn ich mal schon das oben, also dieses Office-Ding draufhau, ob es da vielleicht dann geht, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ne? Ah, okay. Und habe es dann eben mal da auch nur dann über die Signatur gelöst. Möglich wäre ja jetzt in diesen Shortcuts, die es da gibt, zum Beispiel die Anrede reinzuschreiben, hallo Raiden, Komma, und dann schreiben ABC, ist der Einleitungstest, Text, dann der Link und dann DEF, dass du es halt dann so festlegst. Ja, so förmlich. So förmlich mache ich das gar nicht. Ich schreibe einfach einen betreffenden Kommentar, dann paste ich schon mein Dropbox-Link rein und dann kommt ja schon die Signatur mit der Erklärung, was das ist. Ja, weil, genau. Ne? Cool. Ja, das sollten wir uns alle mal hinter die Fahnen schreiben. Ich bin nämlich auch keiner, der viel kommentiert. Da kann ich mit auf die Fahne schreiben. Leute, mehr Kommentare, nicht unbedingt schriftlich, aber kann man auch aufnehmen, mal kurz was reinsprechen. Schreibt mehr Audiokommentare. Ihr müsst euch da nicht schämen oder so. Nee. Und, da ist die Qualität zweitrangig, da ist das, ja, was gesagt wird, eher mal wichtiger. Und genau. Weil ganz ehrlich, wenn es wirklich in die Sendung reinkommt, ne, ich meine, du hast ja jetzt auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel sagen, der XY hat mir ein Audiokommentar geschrieben, dass er das nicht so gut fand, wie auch immer, ne? Und dann kann man ja drüber sprechen. Und wenn der dann der Meinung ist, der muss das Ding trotzdem, oder er will den Audiokommentar in der Sendung haben,
dann läuft es eh alles nochmal durch Auphonic durch. Von ja, daher, pff, ne, eh wurscht. Stimmt. Und es ist ja, ja kurz, also so ein Audiokommentar sind ja meistens immer kurze Dinger und dann so eine Minute ein bisschen Gebrabbel, das hält man dann schon ja aus. Weil ich habe nämlich gesehen, das Coole ist nämlich, du kannst bei dieser Sprach-Memo-App da, also die Standard-App da vom iPhone, kannst du das ja gleich in die Dropbox schieben, ne? Das ist ja cool. Oder auch direkt per E-Mail versenden. Hm. Okay. Ja, das geht auch. Ja, aber dann ballerst du da das E-Mail-Konto voll und dann musst du mal wieder waschen. Ja, blöd. Hm. Andere Möglichkeit ist natürlich auch, wenn du auf die WordPress-Seite ein Plugin einbaust, wo du direkt über die WordPress-Seite aufnehmen kannst. So habe ich mal gehört. Ja, aber wann gehst du mal auf die Blog-Seite drauf? Das muss ja alles vom Telefon aus funktionieren, weißt? Ja, geht es nicht vom Telefon, wenn du auf die Blog-Seite gehst und dann... Ich weiß nicht. Ich meine, App ist halt was anderes wie eine Website noch, ne? Ja, das stimmt schon. Sprachmemo-App aufmachen, reinbrabbeln. Weil wenn du auf der Webseite bist, dann kannst du ja auch was schreiben. Hm. Ja, stimmt auch wieder, ne? Also wir haben dieses Sprachmemo-Teil bei den Landfunkern eingerichtet, oder es ist immer noch eingerichtet, aber ich glaube, da ist auch nie was gekommen. Ja. Komisch. Naja, gut, Freunde, das ist so mal das Ding halt, ne? Also, macht mit, bleibt fit, jo, ne? Schreibt mehr Audiokommentare. Jo. Genau, das war's dann auch schon so von meiner Woche. Heute Abend vielleicht mal fortgehen, aber es werden wir enden wie immer wahrscheinlich um 10 Uhr im Bett oder halber 10 Uhr. Ey, in Höchstadt ist Festival, ne? Gang. Da fahren wir hin, oder? Elektro-Festival, bla. Ey, cool. Ja, also, ja. Ich gehe nicht hin, aber... Sonst hätte ich gesagt, ey, Sven, wie schaut's aus? Oh, wie schaut's denn aus? Bisschen oh, oder was? Ein paar Truffi aufmischen, was? Ein paar Truffis aufmischen. Da wäre dabei gewesen, aber das geht leider nicht. Ja, schade. Ja. Apropos schade, ich bin am Ende meiner Woche angekommen. Habt ihr schon eure Wochen erzählt? Ja. Okay, dann hätte ich gesagt, kommen wir doch mal zum Filmserie der Woche. Und zwar der Stevie, der hat eine Serie mitgebracht, die er uns gerne vorstellen möchte. Genau, ich schaue ja immer mit der Freundin immer eine Serie an und halt für mich selbst gucke ich mir immer eine Serie an. Und mit der Freundin ist jetzt gerade Big Bang, wo wir uns dann jede Folge durchgucken. Und nach Big Bang wird wahrscheinlich Hör mal, wer da hämmert kommen, weil das ist jetzt bei Amazon. Nee, Quatsch, nicht bei Amazon, bei doch. Watch Ever dazu gekommen. Ach so. Und genau, bei Watch Ever ist jetzt, wie heißt's? Oh, hör mal, wer da hämmert, genau. So, und das wird jetzt wahrscheinlich nach Big Bang. Aber für mich selber gucke ich dann auch eine Serie. Vorher war es Walking Dead und danach habe ich geschaut, was guckst du denn als nächstes an? Und da ich Netflix-Kunde bin, habe ich jetzt mal geschaut, ja, alle sprechen hier von diesem House of Cards, guckst es dir mal an und ich bin hängen geblieben. Also ich bin jetzt bei Folge 11 oder so und ich finde House of Cards eine sehr geile Serie. Da geht's quasi um Kevin Spacey, also der Schauspieler Kevin Spacey, der einen Abgeordneten im amerikanischen Parlament quasi spielt und mit Lügen und Intrigen und wie das alles so ist. Und ja, ich finde es sehr spannend, sehr geil und kann ich nur jedem empfehlen. House of Cards, eine originale Netflix-Serie und aber keineswegs schlecht produziert, sondern sehr, sehr gut produziert. Und ja, gibt's glaube ich zwei oder drei Staffeln. Drei Staffeln, glaube ich. Und wenn ich da durch bin, dann ja, was kommt dann? Na, mal gucken. Aber jetzt habe ich noch ein bisschen was zu gucken. Zauber. Ja, House of Cards. Haus der Karten. Jetzt haben wir Spiel und ich. Dann switchen wir zum Podcast der Woche. Und zwar, ich habe ja die Woche gemacht, ich fall vom Glauben ab. Es gab eine neue Folge von der Rina Madita. Higher on Fire, Freunde. Mensch, hab ich mich gefreut. Endlich mal wieder was von dem Madler zu hören, du. Und die lässt natürlich gleich wieder krachen. Und die Story, was sie schon wieder rausgehauen hat, ne? Ich meine, da erkennt man sich ja irgendwo selber wieder. Zumindest, was da so abgeht bei der aktuell. Hammer. Leute, hier nochmal verlinkt. Auch den Feed dazu. Gebt's euch. Ich moch die. Ich moch die einfach. Fressefreiheit. Hm? Ja.
Das muss man hören, glaube ich. Immer noch. Ich höre es nicht, dann muss ich mir halt dann da ja, mal. Mach das mal. Also ich finde den Podcast echt klasse. Ja. Und eine immer noch der geilsten Domains ever hier in Deutschland. Denkdreck. Denkdreck.de. Ist das nicht geil? ich finde das richtig geil. Denkdreck.de. Auch was Geiles. Hat uns der Kai mitgebracht? Ja, ich habe den Podcast von dem Sven Tetzlaff mitgebracht. Umlauts are overestimated. Also nicht nur die Folge um den Tee ist da cool. In der Folge um Tee geht's auch um diese Terrakotta-Armee, die es da in China irgendwo gibt. Auch jetzt die letzte Folge, da geht's so um Drachenbootrennen und so. Also ich denk mal, der Podcast ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, hört mal rein, abonniert das Teil und ja, viel Spaß beim Hören. Jo. Naja, ihr habt in den letzten Folgen mal erwähnt, dass Instacast quasi den Dienst eingestellt hat und ich habe mich dann auch umgeschaut, welche Podcast-App würde ich denn jetzt nutzen und Downcast beziehungsweise Overcast sind natürlich große Namen, wo ich gedacht habe, ja, jetzt probierst du erst einmal ein sympathischeres Produkt aus oder eine sympathischere App und zwar die Podcat-App und ja, Katzen und so weiter, wer selber eine Katze hat und ja, es ist eine schöne App, aber die hat mir bei der Einrichtung ein bisschen Schmerzen bereitet, weil der direkte Import von Instacast in die Podcat-App hat nicht so wirklich funktioniert, also das hat ewig gedauert, bis er die Feeds alle abgefragt hat, also habe ich jede Podcast also gleich mal durchsortiert und ausgemistet und neue hinzugefügt und ja, das hat alles funktioniert, bis auf einen, wo der Feed aber nicht funktioniert, nachweislich. Also der konnte nicht hinzugefügt werden. Ansonsten hat es ganz gut funktioniert. Es hakelt und zwickt ein bisschen hier und da. Und ich hatte tatsächlich auch ein Bluetooth-Problem mit meinen Bluetooth-Kopfhörern. Und zwar konnte ich die Aufnahme zwar starten, aber nicht stoppen. Und da habe ich aber die Entwickler angeschrieben, beziehungsweise es sind ja zwei, die Jeanette und noch irgendjemand und ich habe halt dann über den normalen Account Podcat App auf Twitter mal angeschrieben, habe dann gesagt, ja, hier, das ist das Problem und die haben das aber gleich eingebaut, also in der nächsten Version wird es dann gefixt und dann sollte mein Bluetooth-Kopfhörer auch mit dem, also allgemein Bluetooth-Kopfhörer, die Probleme hatten mit der Stoppfunktion, das wird dann eingebaut. Und ich habe auch gemerkt, dass Spotify zum Beispiel das Problem ist. Ich kann auch bei Spotify die Wiedergabe mit meinen einen Bluetooth-Kopfhörern nicht stoppen, sondern nur starten. Das ist irgendwie komisch. Das hat was damit zu tun, dass es zwei Befehle gibt, Start und Stopp. Und die Bluetooth-Kopfhörer schicken aber immer nur Start. Und eine App, die jetzt Start auch gleichzeitig als Stopp anerkennt, die macht es. Und wenn du es richtig machst, dann ist ja Start und Stopp. Also irgendwie hat mir der das erklärt. Jedenfalls eingebaut und kommt in der nächsten Version. Jetzt probiere ich das mal ein bisschen aus. Die App, die hatte ich damals gekauft, wo sie frisch rausgekommen ist. Und jetzt probiere ich die mal aus und bin bisher zufrieden. Mir gefällt sie sehr gut. Und hin und wieder habe ich dann zwar zwei, drei Dinge, aber die werde ich dann einmal in eine Mail zusammenfassen und einmal dann den Entwicklern schicken und einmal gucken, wie das dann umgesetzt wird, weil der ich finde es halt sehr, sehr sympathisch. Ne? Das Madel oder die App? Beides. Ne? Also finde ich beides sehr sympathisch und deswegen finde ich das unterstützenswert. Ne? Und nee, also ich finde find das überhaupt nicht. Ich finde, die hat uns voll in den Gesicht reingelogen, sag ich mal offen und ehrlich. Und zwar, alle haben gesagt, ey Leute, kauft die App, weil dann könnt ihr gleich Kommentare zu eurer Folge machen und Geschmarrihari, ne? Ja, die hat aber nicht gesagt, dass es in der ersten Version, sondern dass es in kommenden Versionen ist. Und das ist halt immer noch auf der ersten Version. Und man muss halt seit zwei Jahren oder so, ne? Das ist wie, ich programmiere jetzt mal eine App, aktuell wird sie nur Hello World ausspucken, aber in irgendeiner Version kannst du darüber auch bei Amazon einkaufen. Verstehst? Das ist wie Henna-Locken in der Disco, weißt du?
Das ist wie, keine Ahnung. Würde ich jetzt nicht so sagen. Ich würde eher sagen, die hat das Feature halt eben versprochen, obwohl es noch nicht da ist. Und das ist halt, ja, auch wenn sie dran arbeiten, dann hätte ich halt erst gesagt, wenn es dann tatsächlich da ist, hätte ich dann wirklich auch dann darüber gesprochen. Aber das ist halt, naja, gut. Ich finde es eine gute App, die, ich weiß nicht, was sie gekostet hat, 3, 4, 5 Euro. Ja, aber um das geht's ja gar nicht. Es geht nur darum, dass so wie das uns erzählt, verkauft wurde, sage ich mal, das war ja auch damals hier bei PodUnion, ne? Im Podcast, als ob das schon fast final fertig wäre, verstehst? So wurde uns das verkauft, dass es vielleicht nur noch 1-2 Monate dauern kann und dann ist es da, weil es ist ja schon über ein Jahr rum und man hört auch nichts mehr, verstehst? Also ich weiß, dass die in Verbindung mit dem Podlove-Projekt zusammenarbeiten und dann eben die Sache nicht nur für die eine App zu realisieren, sondern dann auch zu standardisieren, dass dann die Funktion, an dem die arbeiten, dass die dann auch standardisiert in das Plugin einfließt, dass dann quasi jede App, die das dann halt einbaut, dann auch direkt es war ja erst dieser Workshop, dieser Podlove Publisher Workshop. Und das ist auch so geil, ja. Auch darüber diskutiert und haben da eben quasi, also was ich dann so nebenbei mitbekommen habe, dass da weiter daran gearbeitet wird. Bis es dann soweit ist, naja gut. Ich werde es jetzt erst einmal ausprobieren. Ich finde die App gut und will mich erst einmal nicht mit einer anderen beschäftigen. Podlove-Workshop, da haben wir auch so lachen müssen. Ich weiß auch nicht, es gibt zu viel Podcast-Plugins, die installiert man und funktionieren und da braucht man einen Workshop. Na gut. Der Workshop ist ja nicht zum Installieren. Ja, schon klar. Es ist nur Spaß, hallo. Ist ja für die Entwicklung. Mein guter Buddy Tim, ich bitte dich. Ne? Also, ne? Ja. Der alte Nice Guy. Ja, genau. Und dann habe ich noch einen Videopodcast, wo auch als YouTube-Kanal quasi es gibt, und zwar MacBreak Studio. Und zwar geht es da um zwei Typen, die machen Video-Workshops über Final Cut. Und zwar schaut man sich... Was hast du denn jetzt gemacht? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Machen die so leichte Tipps, also einfache Tipps, die suchen sich ein Thema raus, wie zum Beispiel, wie gehe ich mit Multicam-Clips um oder wie tue ich die richtig benennen oder wie auch immer, lauter so Zeug, alles was mit Final Cut zu tun hat, haben die halt dann da drin und man kann da jede Menge dazu lernen und die sind jetzt auf ein neues Design gegangen, haben neue Workshops, die man sich kaufen kann, um quasi mit dem Programm besser zu Rande zu kommen und finde ich sehr toll und ja, fand ich mal erwähnenswert. MacBreak Studio. Okay. Genau. Das war's. App der Woche können wir rauslassen da unten, was ich da reingeschrieben habe. Darüber habe ich schon gesprochen. Okay. Ja. Und das ist dann for free oder bieten die da auch so ein Premium-Feed-Zeug an? Also die haben quasi Workshops, die dann über mehrere Stunden gehen, wo die halt dann wirklich ins Detail dann wirklich jede einzelne neue Funktion von Final Cut dann quasi erklären. Das kostet aber Geld. Da habe ich mir habe ich mir auch schon zwei Workshops gekauft. Und das war dann quasi ein Podcast-Feed, der quasi nicht öffentlich war. Und ansonsten haben die halt dann mit den Videos kommt man auch eine ganze Ecke weiter, wo man dann so, das wusste ich jetzt auch noch nicht und lauter so Tipps und Kniffe. Wer halt dann den Videoschnitt betreibt und mit Final Cut arbeitet, das ist ganz interessant. Na glaube, ja. Ja. Puh. Okay. Tja, Freunde. Dann sind wir am Ende unseres Dokuments angekommen. Was für uns natürlich wieder bedeutet, hier anzuteasern. Sollte noch einer aus dem Chat Fragen haben, dann kann er die sich schon mal in seinem geistigen Auge notieren und demnächst in den Chat wiedergeben. Ansonsten bedanke ich mich schon mal wieder an alle, die wo es bisher so lang ausgehalten haben. Danke auch an die Kommentarschreiber, an die Live-Hörer, an den Live-Chat. Schön, dass ihr an einem schönen, verregneten Samstag euch die Zeit nehmt und nicht hinausgeht, sondern Ratinger hört. Genau.
ein was habe ich noch abschließend zu sagen. Und zwar habe ich mir jetzt während der Folge... ich dich auch, ja. Habe ich mir, ja, das wollte ich noch sagen, das ja. Ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Ja. Habe ich mir jetzt mein eigenes Bartöl zusammengemischt und auch schon in den... Ja, auch schon in den Bart geschmiert und ich muss sagen, die Barthaare sind weicher und es riecht verdammt gut auf einmal hier. Ja. Raiden, du musst dann die Folge nachhören. Ja. Okay. Auch von mir. Schön, dass ich dabei sein durfte und ja, vielen Dank und vielen Dank an die Live-Hörer und so weiter. Ne? Super. Oh. So, dann... Ja, schon hast du mir voll aus meinem Konzept rausgehaut. Meine Güte. Also vielen Dank an die Live-Hörer, an die Kommentarschreiber, an die Flatterer, an die Paypaler, an die Liebhaber. Danke an den Kai. Schön, dass er auch heute wieder die Zeit gefunden hat, im Podcast mitzumachen. Ja, ich bedanke mich dann auch mal hier beim Raiden, dass ich dabei sein durfte. Natürlich bei den Live-Hörern, bei allen, die unseren Podcast ja im Nachhinein hören. Auch denen gilt ein großer Dank für die Downloads. Und ja, wie gesagt, schreibt mir Audiokommentare. Dankeschön. Unser Hoster bedankt sich dann persönlich bei euch. Übrigens, danke an den Chat. Hier gab es jetzt noch eine nette Erinnerung, dass wir nächste Woche gar nicht da sind, Kai. Wo sind wir denn? Beim Bob? Ja. Ist das schon nächste Woche? Ja, ich glaube schon. Nee, das kann nicht sein. Es ist in 14 Tagen erst. Was ist denn dann am Freitag? Beim Bob, das ist am 11. Und nächstes Wochenende ist 4.5. Okay. Ja, also nächste Woche gibt's noch einen Podcast. Und dann gibt's keinen. Seitdem wir produzieren vor oder nach. Ach, ich bin auf dumme Gedanken. Ach, da fällt mir gerade was ein. Oh, das habe ich verbockt. Gut, Freunde, dann hören wir uns auch nächsten Samstag wieder. Und der Hock muss seine Urlaubsplanung etwas anders gestalten. Das ist ja witzig. Ah. Gut. Okay. Ja. So viel zur Upgrade-Woche. Genau. Jetzt sind wir durch, hä? Dann sind wir durch, dann sind wir fertig. Stellt auch keine Fragen mehr. Auch diese Woche keine Liebesbriefe erhalten. Dann mit gesenktem Haupt zähle ich von 3 runter. 1, 2, 3. Servus!